Der Klimawandel findet statt. Größtenteils geht er auf Emissionen von Treibhausgasen zurück. Diese entstehen vor allem durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Weltweit ist die Mitteltemperatur seit 1880 um 0,9 Grad Celsius gestiegen. In der Schweiz ist die Temperaturzunahme mit 2 Grad Celsius mehr als doppelt so hoch. Der Klimawandel wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Die Auswirkungen sind schon heute sichtbar, auch in der Schweiz. Daher hat der Bund das Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel lanciert. Kantone, Regionen und Gemeinden erhalten damit Antworten auf brennende Fragen. Wie sind wir betroffen? Welche Risiken gibt es? Und vor allem, was können wir tun? Die Pilotprojekte haben sich mit 6 Themenfeldern beschäftigt, in denen Handlungsbedarf besteht. Hitzebelastung in Städten, Sommertrockenheit, Hochwasser- und Hanginstabilität, Veränderungen der Biodiversität, Ausbreitung von Schadorganismen, Krankheiten und gebietsfremden Arten sowie Sensibilisierung, Information und Koordination. Guten Tag, ich bin Maria. Ich bin Städteplanerin und beschäftige mich mit der zunehmenden Hitzebelastung in Städten und Agglomerationen. Städte sind Wärmeinseln. Das bedeutet, sie erwärmen sich tagsüber stärker und kühlen nachts weniger ab. Das liegt an der schwachen Durchlüftung, fehlender Beschattung, den versiegelten Flächen und der Abwärme von Industrie, Gebäuden und Verkehr. Hitzewellen nehmen zu und belasten die Gesundheit der Bevölkerung. Besonders gefährdet sind betagte, kranke und pflegebedürftige Menschen, Kleinkinder und schwangere Frauen. Unsere Pilotprojekte zeigen, dass es sowohl Maßnahmen für längere Hitzewellen als auch für einzelne heiße Tage braucht. Gezielte Informationen und Verhaltensempfehlungen reduzieren das Risiko, dass Menschen krank werden oder vorzeitig sterben. Die Städte können zudem Grünflächen schaffen, die eine kühlende Wirkung haben. Neue Bäume müssen die Hitze und die Trockenheit vertragen. Auch die Entsiegelung von asphaltierten und betonierten Flächen trägt zu einer klimaangepassten Stadtentwicklung bei. Denn wasserdurchlässige Böden können bei Starkregen Überschwemmungen verhindern. Und Begrünung und Beschattung erhöhen die Lebensqualität in den Städten. Hallo, ich bin Davide und arbeite als Hydrologe. Mein Spezialgebiet? Die zunehmende Sommertrockenheit. Durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher drastisch und es fällt weniger Schnee. Im Sommer steht daher weniger Wasser aus den natürlichen Speichern zur Verfügung. Gleichzeitig häufen sich längere Trockenperioden. Davon besonders betroffen sind die landwirtschaftlichen Kulturen, die eine ausreichende Wasserversorgung brauchen, sowie die Lebewesen, die an Gewässern leben. Unsere Pilotprojekte haben neue Instrumente und Maßnahmen für den Umgang mit Trockenheit entwickelt. Die Kantone können nun mit einer einfachen Methode die Gebiete identifizieren, in denen das Wasser knapp werden kann, und diese Risikogebiete in einer Karte darstellen. Für die Landwirtschaft haben wir ein Modell entwickelt, das den Bewässerungsbedarf und das verfügbare Wasser berechnet. Mithilfe von 10 Tagesprognosen können Landwirte die Bewässerung optimieren. Außerdem empfehlen wir den Anbau von trockenheitsresistenten Sorten. Salut, ich bin Laura. Als Geologin beschäftige ich mich mit Hangstabilität, Massenbewegungen und Hochwasser. In den Alpen ziehen sich die Gletscher zurück und der Permafrost taut auf. Dadurch werden Hänge instabil und es kommt zu mehr Erdrutschen, Felsstürzen und Moorgängen. Die veränderten Niederschlags- und Abflussverhältnisse können zu Hochwasser führen, die Siedlungen, Verkehrswege, Infrastrukturen und Landwirtschaftsflächen gefährden. Mit den Pilotprojekten haben wir die Datengrundlagen verbessert, Tools für das Risikomanagement entwickelt und Betroffene in Kantonen, Gemeinden und Verbänden sensibilisiert. Mithilfe neuer Messsysteme können Fachleute die Gefahren in den Alpen besser beurteilen. Davon profitieren Behörden und Notfallorganisationen im Ereignisfall. Weiter kann die kontrollierte Ableitung von Wassermassen über Korridore die Schäden bei Überschwemmungen gering halten. Feuerwehr, Zivilschutz und andere Einsatzkräfte sollen auf häufigere Naturgefahrenereignisse besser vorbereitet sein. Dafür bieten wir nun einen Kurs für die Interventionsplanung im Gelände an. Bonjour, mein Name ist Laurent. Ich bin Biologe und Fachmann für die Veränderung von Lebensräumen, Artenzusammensetzung und Landschaft. Der Klimawandel beeinflusst die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten und verändert ihre Lebensräume. Am stärksten betroffen sind Gewässer, Feuchtgebiete und alpine Ökosysteme. Unsere Pilotprojekte haben diesbezüglich das Wissen verbessert, Hilfsmittel für die Anpassung entwickelt und das Problembewusstsein von Kantonen und Gemeinden geschärft.
Fallstudien in Feuchtgebieten, Wäldern und Siedlungen geben Aufschluss darüber, wie Arten bei der Anpassung an den Klimawandel konkret unterstützt werden können. Für Gemeinden haben wir eine Checkliste erstellt, mit der sie den Klimawandel im Biodiversitätsmanagement berücksichtigen können. Auch Moore reagieren sehr empfindlich auf Klimaveränderungen. Mit einer neuen Methode lassen sich Wassereinzugsgebiete bestimmen, die für den Wasserhaushalt der Moore maßgebend sind. In den Alpen haben wir einen Teich als Musterbiotop für kälteliebende Tier- und Pflanzenarten angelegt. Dieser soll Einheimischen und Touristen die Folgen des Klimawandels für alpine Gewässer vermitteln. Hallo, ich bin Anaïs. Ich forsche zur Ausbreitung von Schadorganismen, Krankheiten und gebietsfremden Arten. In der Land- und Forstwirtschaft können Schadorganismen und invasive, gebietsfremde Arten großen Schaden anrichten. Neue Krankheitserreger stellen eine Gefahr für Mensch und Tier dar. In unseren Pilotprojekten haben wir dazu Daten erhoben, bestimmte Arten überwacht und Empfehlungen für Behörden und Fachleute erarbeitet. Mithilfe spezieller Fallen an den Hauptverkehrswegen haben wir die Verbreitung von Stechmücken, wie die der Tigermücke, verfolgt. Ein anderes Überwachungssystem haben wir ausgebaut, um Pflanzenschädlinge im Kulturland zu erfassen. Beide Systeme ermöglichen es, rechtzeitig Maßnahmen zur Prävention oder Bekämpfung zu ergreifen. Eine invasive, gebietsfremde Art ist zum Beispiel der Götterbaum. Unsere Untersuchungen belegen, dass er sich in den Wäldern nördlich der Alpen ausbreitet. Zur Bekämpfung haben wir verschiedene Maßnahmen getestet. Mit neuen Messmethoden können wir Gesundheitsrisiken für Fische besser erkennen und Maßnahmen gezielter planen. Guten Tag, ich bin Adrian. Als Regionalmanager bin ich für die Themen Sensibilisierung, Information und Koordination zuständig. Viele Entscheidungsträger in Kantonen, Regionen und Gemeinden wissen noch nicht, dass Anpassung sowohl notwendig als auch vorteilhaft ist. Forschungsergebnisse zu den Folgen des Klimawandels sind vielerorts kaum bekannt. Zudem fehlen oft geeignete Strukturen für eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure. In unseren Pilotprojekten haben wir Klimadaten, Szenarien und Studien zusammengetragen und die Auswirkungen für einzelne Regionen verständlich dargestellt. Mit konkreten Beispielen bringen wir die Auswirkungen des Klimawandels der breiten Öffentlichkeit näher und veranschaulichen den Handlungsbedarf. Schließlich haben wir auch Anpassungsstrategien erarbeitet. Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft haben für ihre Regionen gemeinsam die wichtigsten Handlungsfelder definiert und konkrete Maßnahmen entwickelt. Mit den 31 Pilotprojekten haben wir uns auf den Weg zu einer klimaangepassten Schweiz gemacht. Nun müssen wir die nächsten Schritte unternehmen, denn mit der anhaltenden Erwärmung steigt auch der Handlungsbedarf. Die Projekte zeigen, dass wir durch vorausschauendes Handeln die Klimarisiken reduzieren können. Das Potenzial zur Anpassung ist groß.